Hallihallo und herzlich willkommen! Herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn! Alle sind hier heftig am Arbeiten. Hier werden die Fenster geschlossen, weil es wird langsam wieder kalt. Und deswegen ist es gut. Heizungen sind auch schon an. Ne? Also Winter steht schon wieder bevor. Wir sind gerade im Herbst hier. Und dann wird noch der elektrische Forschungstisch einmal angemacht, weil ich habe jetzt nochmal geguckt, der scheint dann doch ein bisschen effizienter zu sein. Wenn Christa forscht, geht es schneller. Was? Was ist das? Große Raumschifftrümmer sind in der Nähe abgestürzt und haben einen Langstreckenalarm über die bevorstehende Selbstzerstörung ausgesendet. Offenbar hat sich eines der Selbstzerstörungssysteme des Schiffes während des Absturzes aktiviert. Das Lager ist zu weit von der Absturzstelle entfernt, um betroffen zu sein, aber vielleicht gibt es dort etwas zu bergen. Jo, aber wir haben keinen. Wir haben immer noch kein Benzin, oder? Irgendjemand wollte noch Benzin machen. Hier warte auf Arbeiter. Ich hoffe, dass das bald losgeht. Lara kocht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wir brauchen Benzin, damit Ken lostüdeln kann. Wir müssen eh noch ein bisschen reisen, aber ohne... Hatten wir jetzt eigentlich, ich weiß gar nicht mehr genau, Aufnahme war in der letzten Woche bei mir und hatten wir jetzt... Ah, hier wird Fett hergestellt. Genau, wir hatten ja irgendwie einen Überfall wieder gehabt. Und wenn Fett hergestellt wird, ist es natürlich auch gut möglich, dass Maki gleich noch Benzin herstellt. Das wäre sehr, sehr cool. Das wäre sehr, sehr cool, damit Ken dann mal wieder los kann. So, die kochen jetzt beide, Yoko und Lara. Und, ja. So, das heißt, Christa... warum forscht sie jetzt hier? Oder war das zeitgleich? Ich glaube, Xander hat das Ding angemacht. Und sie ist dann erstmal hier hingelaufen. Oh, Maki stellt Treibstoff her. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Okay, sehr cool. Gut, auf jeden Fall machen wir gerade die alte Sprache. Das heißt, das nächste, was wir uns angucken werden, und ich hoffe, bis dahin haben wir dann Benzin, ist das hier. Das ist nämlich der gute Ken. Das ist jetzt das Ding, was wir gerade bekommen haben, ne? Dass der gute Ken hier hingeht. Das Alienschiff, genau. Da wollten wir hin. Und dafür brauchen wir die Sprache, ansonsten können wir da nicht hin. Genau. Bin halt gespannt, was wir dort entdecken werden. So. Gut. Unzureichender Treibstoff, jo, also für die Pilzfackeln. Achso, was ich noch machen wollte, das wäre noch ganz cool. Solarmodule. Ich wollte noch ein paar Solarmodule aufbauen, und zwar die verbesserten. Warte mal kurz. Die brauchen Electronics und Dingsbums. Okay, wir stellen jetzt hier noch welche zwischen, habe ich mir so überlegt. Weil ich denke, dass das Sinn macht. Die passen sogar drei nebeneinander. Ey, wie cool. Warte, kopieren. Und nochmal kopieren. Da machen wir direkt drei nebeneinander. Das ist super teuer, aber... Ich denke, das wird uns auch noch mal ein bisschen unterstützen, falls wir mal keinen Wind haben oder so. Und theoretisch könnte man hier überall noch Solarmodule hinballern, ne? Hier zwischen, überall. So. Ich habe erst überlegt, die alten auszutauschen, diese hier, aber nun gut. Können wir auch eigentlich stehen lassen, was soll's. Und da hinten haben wir ja noch mehr als genug Platz, ne? So, Türen hatten wir beim letzten Mal schon gebaut. Das hatte ich ja auch wahrgenommen, was ihr gesagt hattet. Hier sind auch Türen drin, dass man hinten schneller rauskommt und an jeder Seite einfach schneller rauskommt, wenn irgendwas ist. Das ist eigentlich ganz gut so. Das passt eigentlich. Und da hinten, da habt ihr auch recht, es wurde auch nochmal geschrieben, es ist gar nicht notwendig, jetzt nachts überall diese fetten Latüchten noch anzuhaben. Das frisst eigentlich viel zu viel Strom, ne? Also im Prinzip könnten wir diese... Obwohl, das ist nur an jeder Seite eine. Also hier vorne würde ich auf jeden Fall lassen. Diese hier. Diese Lampe.
mitten in der Base so eine große ist eigentlich auch ganz gut. Hier brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Die brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Die können wir eigentlich aus dem Kontrollkreislauf rausnehmen. Eigentlich können wir die abreißen. Aber im Prinzip, wenn wir jetzt neue Solarpanel bauen, haben wir ja wieder ein bisschen Puffer. Dann können wir es eigentlich können wir es uns auch gönnen. Können wir uns eigentlich gönnen, dass wir hier ein bisschen mehr Licht zur Verfügung haben. Was kostet die Welt? Come on. Was wir brauchen, sind CPU-Kerne, damit wir uns hier ein paar Klimaanlagen leisten können. Aber diese CPU-Kerne, schwierig. Dafür benötigen wir ja Silizium. Und Silizium haben wir leider sehr wenig. Sehr wenig Silizium. Wir müssten eigentlich viel mehr davon anbauen. Wir könnten hier draußen noch ein bisschen Silizium hinstellen. Was ist das eigentlich? Können wir das ernten? Perfekt. Getreidekolben ernten. Das nehmen wir. Und dann stellen wir uns hier einfach, hier vorne an die Ecke oder hier, noch ein paar Silizium-Dinger hin. Das ist doch eine gute Idee. Guck mal. Dann machen wir Siliziumblätter. Machen wir hier einfach noch so ein Beet. Damit wir ein bisschen mehr davon zur Verfügung haben. Für die CPU-Kerne. So. Nice. So, der erste geht schlafen. Nee, da schlafen schon welche. Und Sender schneidet, was das Zeug hält. Wie sieht's aus? Du solltest immer nur eine Hose machen und ein etwas. Ein T-Shirt. Hier hast du 4 Shirts. Und ansonsten habe ich, glaube ich, alles auf 1 gestellt. Und wenn was rausgenommen wird und jemand sich das anzieht, dann geht's wieder von vorne los. So war der Plan. Okay. Sehr gut. Neues Insektennest. Na toll. Die sind auch richtig übel, die Viecher, ne? Haben wir auch ein paar davon. Ach, warte mal, wir haben ja hier auch noch so Silizium. Haben wir vielleicht hier bei uns in der Nähe auch noch Silizium? Hier so. Direkt in unmittelbarer Nähe nicht so, ne? Schade. Nun. So. Okay. Würde ich sagen, geht mal alle schön schlafen. Sender macht Pause. Und dann schneidet er wieder. Wir brauchen halt Klamotten. Sehr gut. Essen haben wir jetzt 35. Das ist sehr gut, wenn beide irgendwie das auf Prio 1 haben. Dann haben wir nicht das Problem. Wir brauchen eh ein bisschen mehr Nahrung. So. Wie sieht es eigentlich im Kleiderschrank aus? Wir haben jetzt Shirts, eine Hose, eine Jacke, das Schuhe auch komplette, Turnschuhe. Reparieren können wir, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, wir könnten mal gucken, ob irgendwer ein T-Shirt anhat, was gerne getauscht werden darf. Oder machen die das? Die machen das, glaube ich, automatisch. Ne? Wenn Sachen kaputt sind, ziehen die los und holen sich eine neue Klamotte. So. Hier wird jetzt geerntet. Sehr gut. Das habe ich da hinten ausgewählt. Perfekt. Dann haben wir wieder ein bisschen Getreide. Das finde ich sehr, sehr gut. Ken rennt runter zum Bergen. Bis jetzt haben wir irgendwie keine coolen Sachen mehr gefunden bei den ganzen Raumschifftrümmern. Das finde ich sehr schade. So, wie sieht es hier aus? Maki. Wie wär's, wenn du gleich mal ein bisschen Treibstoff fertig machst? So, wir haben die alte Sprache erforscht. Wir haben genug Daten von dem abgestürzten außerirdischen Schiff, um ihre Sprache zu studieren. Ermöglicht das Lesen der alten Aliensprache und das Aufspüren anderer Tachyonquellen. So, das bedeutet, wir müssen jetzt Treibstoff organisieren. Genau, Maki macht das jetzt. Und dann
Können wir Ken losschicken. So, und jetzt wird das orbitale Radio erforscht. Da bin ich mal gespannt, was passiert, wenn wir das können. Aber die Orbitalantenne benötigt... Oh mein Gott, was benötigt die denn alles? Ach du Scheiße. Wir müssen CPU-Kerne bauen, Leute. Und dafür brauchen wir Silizium. Und zwar sehr viel. Wir brauchen Silizium. Moment. Ich werde mal gucken. Wir hatten hier unten noch ein bisschen was. Vielleicht kann das jemand ernten. Aber ist halt auch nicht viel, ne? Aber das ist kein Ernten. Wir entfernen die. Aber es ist nicht wirklich eine Ernte und wird wahrscheinlich auch nicht viel bringen. Haben wir noch irgendwo welche? Ist auch extrem weit weg. Da laufen die den ganzen Tag hin. Nun gut. So, okay, wir machen hier Zeug und dann schicken wir Ken los. So, 37%. Aber das sind dann, glaube ich, auch wieder nur 10 oder so. Genau, 10 Stück. Und danach bitte nochmal. Ich beschleunige mal ein bisschen. So, und danach, Maki, machst du das gleiche nochmal. Let's go. Oh, warte mal. Wir haben 30. Das heißt, Ken. Expedition jetzt. Und zwar. Trümmer des Steuermoduls. Nein, wir möchten zum uralten außerirdischen Schiff. Ken. Let's go. Okay. Okay. Auf Expedition. Christa geht wieder forschen und Maki macht wieder ein bisschen mehr Stuff. Okay, sehr, sehr gut. Ja, das mit dem Silizium. Kann man irgendwie anders noch Silizium herstellen, ist jetzt die Frage. Vielleicht kann man ja noch anderweitig hier in der Werkbank Silizium herstellen. Zement kann man herstellen. Können wir das irgendwie erforschen? Drucker, aha. Also ich sehe jetzt auf jeden Fall nichts. Und abbauen können wir das auch nirgendwo. Wir können das nur in... irgendwo finden. Na gut. So. Uns fehlen, ja, CPU-Kerne. Das ist, CPU-Kerne sind rares Material. Das ist ja genau unser Problem. Warum baut das hier keiner? Wir haben kein Metall mehr, oder was? Doch, wir haben Metall. Und hier fehlt schon wieder irgendwas. Fett. Cool. Sehr, sehr cool. So, ich bin gespannt, was Ken rausfindet. Bei dem außerirdischen Raumschiff. Was ja eigentlich, im Prinzip sind wir ja die Außerirdischen, oder? So,
Kochen, schneiden, forschen. Perfekt. Baue Solarpanel. Nice. Mach das mal. So, da wurde angepflanzt. Das ist gut, aber das dauert natürlich ewig, bis wir da wieder Silizium rauskriegen. Und dann kommt natürlich gleich auch noch der Winter. Oh, wir haben einen Mantel. Sehr gut. So. Oh, ich bin so neugierig. Come on, Ken. Sag uns, was passiert. Let's go. So, da wird wieder Öl gemacht. Wir haben da auch wieder Getreide. Halt. So. Auf Englisch. Okay, the alien ship is emitting an automated distress message. The message tells the story of an ancient terraforming fleet that reached the planet many millennia ago. It is not clear what were their objectives or whether the fleet managed to complete them. I see nothing of further use here. Ist das dein Scheiß Ernst? Wir haben nichts entdeckt. Oh mein Gott. Oh, das ist ja richtig, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Also gar nicht. Was ist das hier? Wir müssten eigentlich hier hin, aber das schaffen wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Das hätte ich gleich machen müssen, ne? Und jetzt haben wir nicht genug Stuff. Um nochmal eine neue Ladung zu machen. Na toll. Na gut. Ich denke, das wird dann ablaufen. Selbstzerstörungsalarm wird ausgelöst werden. Sender trinkt sich erstmal einen schönen Kaffee. Na, das ist doch toll. Einen leckeren Kaffee. Haben wir ja jetzt alles. Das passt ja. Sehr gut. Oder macht er noch ein bisschen Stoff oder was? Also er macht quasi alles. Limit erreicht. Alles Limit erreicht. Das heißt, jeder könnte sich jetzt was rausnehmen, der irgendwas benötigt. Nicht genug Ressourcen. Okay, wait. Kannst du bitte füllen? Ich möchte das Maki. Wir haben keine Ressourcen. Wir haben einfach schon wieder gar keine Ressourcen, ne? Oh Gott. Ja, okay, gut. Dann können wir das jetzt erstmal vergessen. Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht, wir können nicht nochmal reisen. Es sei denn, wir töten jetzt ganz viele Tiere. Was natürlich auch gehen würde, aber ganz ehrlich, nö, machen wir nicht. Also man braucht auf jeden Fall Unmengen an Getreide und Silizium, ne, die man anbauen muss. Wenn ich das nochmal entscheiden müsste, was ich hier anbaue, davon ganz wenig, da brauchen wir wirklich nicht so viel. Aber obwohl, wir müssen da Stoff draus machen. Wir brauchen Melonen, Leder, das hier, Silizium. Das war jetzt nur Metall, ne? Und Getreide. Unmengen an Getreide. Tee ist gar nicht so wichtig. Was ist das hier? Kauwurzel. Ach, eigentlich haben wir es genau richtig gemacht, ne? Dann Beeren hier zwischendrin. Also am besten immer so die Base aufbauen und so den ganzen Platz, den man so hat, nutzen für Anbaufläche. Ich glaube, das ist sinnvoll. So, warten auf Ressourcen. Bandagen werden nochmal gebaut. Warum macht er keine synthetischen Stiefel? Wenn wir hier noch synthetisches Leder haben. I don't get it. Können wir das nirgendwo lagern? Ist das das Problem? Moment, ich guck mal.
Leder. Also Rohgewebe ist alles hier. Warum machen wir das nicht rein? Verstehe ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Wenn wir das doch hier liegen haben. Müsste doch Sender eigentlich nach dem Schlafen. Synthetische Weste. Nicht genug Ressourcen. Warte mal, Sender. Ne, Maki. Vegetarisches Leder bitte herstellen. Machen wir mal kurz. Mal sehen, was passiert. Dass Maki das gleich mal macht, wenn sie fertig ist mit ihrer Pause. Wie gesagt, da hinten liegt ja noch ein bisschen was, ne? Oh no. Oh Gott, was? Die machen uns, die killen uns, Leute. Oh Gott, ich speichere schon mal. Ach du Scheiße. Oh Gott. Also, wir müssen auf jeden Fall gucken. Wie sehen die Waffen aus von euch, meine lieben Freunde? Du hast eine neue. Dich stelle ich hier oben dann hin. Hier auf dem Turm. Deine Waffe ist fast im Eimer. Du hast gleich keine mehr. Die ist hier gleich kaputt. Impulsgewehr. Kriegt Sander. Okay. Okay, Sander schläft aber jetzt erstmal. Das heißt, wir werden Ken und Yoko hier oben hinstellen, auf die Türme. Warte. Ich glaube, Ken müssen wir herholen. Ich weiß nicht, wann es losgeht. Und auch noch Nebel. Oh nein. Es dauert noch ein bisschen. Wir holen Ken dann zurück. Ich glaube, ich werde Ken mal hierher holen. Und das Schließen. Wo sind die Mistviecher? Da vorne. Oh mein Gott. Wir haben endlich vegetarisches Leder gemacht. Das ist ja toll. So, mach bitte das Tor zu. Schließen. So, komm her. So, und dann werde ich Ken. Das hier werde ich mal kurz wegnehmen. Bergen habe ich mal rausgenommen, dass er da nicht wieder hinläuft und so. So, und dann werde ich ihn freigeben. Und ich hoffe, er bleibt jetzt erstmal hier. Das ist mir jetzt zu unsicher. Die sollen alle in der Base bleiben. Weil die Viecher hier sind, glaube ich, die sind richtig übel. Das Gute ist, wenn wir das schaffen, haben wir danach wieder Insektenfleisch und können Fett herstellen für unser Benzin. Aber hey, So, Sander, was machst du eigentlich für Klamotten gerade?
Was schneidest du? So, wie sieht es eigentlich mit der Beziehung zwischen Ken und Lara aus, ja? Also Lara hat ja voll Bock auf Ken. Aber was ist eigentlich mit Ken und Lara? Also Ken hat ja... Jetzt geht's los, Leute. So, Ken isst jetzt kurz was. Ich werde schon mal Yoko hier oben raufstellen. So, und Ken... Hast du genug gegessen? So. Die sollten dann die Viecher angreifen, hoffe ich zumindest. Wir haben genug Strom. Oh Leute, ich hoffe, das klappt, ne? Oh mein Gott. Oh nein. Warum funktioniert die Scheiße hier nicht? Warum funktioniert das nicht, Leute? Warum deaktiviert? Oh nein. Die müssen repariert werden, die sind kaputt. Also ich glaube, wir schaffen es auch so, aber ich habe vergessen, die Dinger zu... Warum? Warum sind die defekt? Was zum Teufel? Und vor allem, die schießen diese Arschgeigen. Oh mein Gott. Oh nein, da hinten kommen auch noch welche. Und da sind die auch, an den Türen. Deswegen wollte ich keine Türen haben, ne? Okay, das ist ein Problem. Okay, das heißt, ich muss nochmal den anderen Speicherstand laden, damit wir die beiden Dinger da reparieren. Die kommen jetzt rein, ne? Das schaffen wir nicht. Oh Gott. Kacke. Also wir haben ein Problem, denn Ken ist gleich tot. Yoko ist tot. Die Viecher sind echt übel, Leute. Shit.
großes Problem. Schön mit Pfeil und Bogen, so eine Kacke. Hier ist auch noch, hier sind auch noch so eine Mistviecher. Verfehlt zu dunkel, wow. Dein Traum. Okay, habt ihr. Jetzt müssen wir die noch nehmen. Okay, wir können das eh nicht lassen, Leute. Ich muss eh nochmal neu starten, beziehungsweise den Speicherstand, weil Yoko verlieren geht nicht. Wir müssen das nochmal versuchen. Wir müssen das nochmal versuchen. Das wird so nix. Das Problem ist, dass die schießen. Diese Mistviecher schießen. Gut, dann würde ich mal sagen, ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier ist noch einer, ne? So ein Drecksack. Nee, der lebt nicht mehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst das Abo nicht und über einen Daumen hoch würde ich mich auf jeden Fall auch freuen. Und dann schauen wir mal, ob wir das beim nächsten Mal besser hinkriegen. Bin sehr gespannt. Also, bis dann. Macht's gut. Tschüss.